Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das IKEA-Lackregal anbringen und somit das Wandregal natürlich auch an der Wand befestigen und somit aufhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze mal bei der langen Variante, doch natürlich funktioniert es bei anderen Längen relativ ähnlich. Zuerst einmal muss ich mir meine Befestigung an die gewünschte Stelle halten und lege mir dann am besten hier vorne einfach mal noch eine Wasserwaage drauf, um das Ganze natürlich auch ordentlich ins Wasser auszurichten. Danach muss ich mir insgesamt mal 5 Bohrlöcher anzeichnen. Zum einen sind das hier oben diese 2. In der Mitte müssen wir das untere Bohrloch laut Anleitung nehmen und dann können wir auch hier oben mal noch unsere 2 weiteren Bohrlöcher anzeichnen. Wenn wir uns dann sicher sind, dass sich darunter keine Leitungen befinden, dann können wir die Bohrlöcher natürlich auch schon dementsprechend bohren. Befestigungsmaterial ist leider nicht mit dabei, weswegen ich mal selber 6er Dübel verwende und somit das Ganze auch mit einem 6er Bohrer bohren muss. Als nächstes unsere Dübel in die Wand hineinklopfen. Die Befestigung so hinhalten, dass unsere beiden Löcher bei den Stäben auf jeden Fall nach unten zeigen und mit den passenden Schrauben festdrehen. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich das Regal auch schon mal auf die Befestigung drauf schieben kann. Und dabei achte ich darauf, dass meine Bohrlöcher jetzt auf der Unterseite sind. Und damit sich das Regal von der Befestigung nicht mehr lösen kann, werde ich das Ganze hier unten noch mit 2 solchen mitgelieferten Schrauben sichern. Somit haben wir unser IKEA-Lackregal auch schon richtig befestigt und falls du das Ganze zum Beispiel auf 2 Meter Höhe befestigen möchtest und somit immer nur von unten auf das Regal schauen kannst, kannst du natürlich auch das Ganze um 180 Grad drehen, dass du diese Befestigungsschrauben nicht von unten hast, sondern von oben. Wenn du dir für zu Hause auch so ein Regal in den verschiedensten Varianten, einen Akku-Bohrhammer oder natürlich auch passende Schrauben und Dübel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.